failed me for the last time. Wir begrüßen alle Star Wars Fans und Cosplayer, die in Kostüm, Maske und 100% begeistert von Star Wars auch Teil 7 gesehen haben. Teil 7 spaltet sich dennoch bis heute. Beruhigung vielleicht, sobald 8, 9 erschien. Noch ist Kylo Ren ein Ritter der Ren. Ren, das sind Ritter, das sind... Selbst du, Meister der Ritter von Ren, musstest dich nie solch einer Prüfung stellen, sagte Snoke zu Kylo Ren. Das sahen wir im Teil 7. Wer sind denn die Ritter von Ren? Die Ritter von Ren waren eine Organisation von machtintensiven Individuen, die sich der dunklen Seite der Macht verschworen und sich zur Aufgabe gemacht hatten, alle noch übrigen Jedi, besonders ihren derzeitigen Anführer Luke Skywalker, zu vernichten, um die Macht ins Gleichgewicht zu bringen, so wie es einst die Jedi-Prophezeiung vorausgesehen hatte. In den Augen der Ritter der Ren waren die Jedi für die Störung des Gleichgewichts der Macht verantwortlich. Deswegen arbeiten die Ritter von Ren eng mit der Ersten Ordnung zusammen, in Reys Visionen, die sie in Maz Kanatas Schloss hatte, nachdem sie Lukes Lichtschwert berührt hatte, kamen auch die Ritter von Ren vor. Kylo Ren, dessen ursprünglicher Name Ben Solo lautete, hat seinen Namen von dieser Organisation. Das war Teil 7, Episode 7. Nun warten wir auf Teil 8, hoffentlich. Teil 9 auch bringt uns näher an den Mythos, die Ritter von Ren. Unsere Show geht natürlich fröhlich weiter. Nicht nur die Ren, die Ritter von Ren, nicht nur Kylo Ren, nein, auch der Mythos über die Hunter. Überhaupt Star Wars 7. Wenn man sich alle Charaktere anschaut, wenn man in die Hunter geht, in die Schmuggler geht, wenn man sich Kylo Ren anschaut, wenn man sich den Starkiller anschaut, wenn man sich Reven anschaut, Nilius, wenn man überhaupt zurückspringt in den Ursprung, nicht nur bei Ren, nein, auch 4300 Jahre bevor überhaupt alles angefangen, Nilius links außen in der Mitte, Mogus, dann Darth Vader und dann der Imperator und ganz weit die Meriuraner, besonders Reven mit seinen zwei Lichtschwertern. Reven, der einzige wahre, der auf beiden Seiten zu Hause war, in der hellen wie in der dunklen. Und Kylo, der so stark an seinem Idol, an seinem Großvater hängt. Kylo, der versucht, Luke Skywalker zu finden, der versucht, Skywalker zu vernichten. Und Snoke, wo immer noch keiner weiß, wer ist Snoke. Snoke ist aber nun mal der Ren in die Klauen, der Ren ausbildet, der Han Solo Mörder. Wer könnte Snoke sein. Ein Imperator, den wir noch nicht zu Gesicht, die Bounty Hunter, die unterwegs, alles verschmilzt, nicht nur in Teil 7, sondern auch mit den Rebels. Dann, wie gesagt, dreht sich im Moment alles um Darth Vader. Aber Darth Vader kommt wirklich weit, weit, auch wenn Kylo ein Zwiegespräch mit seinem Großvater hält und er ihn in seinen kühnsten Träumen sieht wie Darth Vader, der natürlich jetzt bei Rogue One und wenn man Malak und Reven und wenn man Luke und sein Vater Darth Vader, Anakin Skywalker, wenn man die Nilius, der Sauger, der alles Vernichtende, wenn man hin und her springt, wenn man das Ganze zusammenbringt, Darth Vader ist an sich in der jetzigen Version
nicht wirklich der Böse. Wir sind Riven, wir sind Nilius, wir sind immer noch auf der Seite von Old Republic. Auch wenn jetzt.